Das tut mir leid. Okay, little Ty, ich sehe, wie es ist. Okay, jetzt switchen wir jetzt zum Set hier. Das ist Sora tatsächlich hier. Kein Falco gebraucht hier. Ich weiß, dass Moodle ganz, ganz gern diesen Charakter gespielt hat. Oh, schön, die ersten Nutrias. Das ist bestimmt heftig in dem Matchup, ne? Gegen so fast-four, meaty Charakter wie Wolf. Sora kann bestimmt sehr gut die Nerven einem loopen, oder? Ich glaube schon. Ich habe auf jeden Fall gesehen, die Twitter-Clips, ne? Gegen Wolf vor allem. Ne? Das ist so ein perfekter Combo-Food dafür. Und da, das findet er langsam rein. Aber das war eine schöne String von Gamchi gerade. Ja, definitiv. Ah, aber der Side-B-Mixer von der Ledge. Das war ein schöner Online-Move. Ja, der hier nicht viel bringt, weil offline. Doch, bringt es. Es hat gerade funktioniert. Ja, das stimmt. Aber ich meine jetzt, wenn es zu oft benutzt wird, da ist es immer so ein bisschen problematisch. Irgendwie ohne Ende. Wow, schöne Reaction. Get up reacted. Das ist überhaupt nicht online, ne? Das ist überhaupt nicht online. Neutral Get-Up-Reaction. Oh, das ist ja. Also, das ist immer, ich hasse immer, wenn es online sehr auf die Reaction nicht so wirklich möglich ist. Yes. Das ist immer so ein wenig ich problematisch. Auch. Deshalb der ich kein online. Oh, der Tandaga macht das hier. Und ja, bin ich mal gespannt. Ja, der F-Tilt von Sora kann man nutzen, genau wie so anderes so die F-Tilt, ne? So als Reaction. Ich weiß gar nicht, wie gut er killt allerdings. Also, so habe ich mich noch nicht so gut auseinandergesetzt. Ich glaube, killen ist, dafür ist es eigentlich nicht, sondern wieder offstage raus. Ja, Let's Trap Tool. Genau. Da. Aber oh, der Footstool. Der Footstool into Footstool bekommen und dachte, oh, ich muss unbedingt so eine Ampi machen jetzt. Fancy Stuff ist auf jeden Fall gegeben, das freut mich sehr. Aber der Wolf hier hat noch keinen Stock genommen. Und, langsam. Smash, da war ein wenig Greed dabei. Top of the Gear ist eine zurechtgebannte Karte. Okay. Und, dieser Stall an der Ledge. Up Smash an der Ledge hier. Das Mix-Up. Also, Gamtry hat noch nicht geschafft, gegen, gegen den Sora Side B zu. Es ist auch ein bisschen. Ich habe das vorhin gesagt, war etwas angenehmer als zu reacten, aber trotzdem nicht so sehr, dass es halt. Also vor allem, wenn man halt unvorbereitet ist, ist es immer sehr bescheiden. Ja. Aber ich finde bei den Sora Side B vor allem, dass er nur eine oder nur zwei machen kann, ist das fies. Auch genau wie bei den Aerials eigentlich. Die Mix-Up-Möglichkeiten sind sehr gut gegeben. Ja. Auch wenn es mega viel Endlag hat, ich punische das trotzdem, weil ich erwarte das nächste. So. Ich erinnere mich da so sehr an das Announcement von Sora, wo damals ja die Side B vorgestellt wurde. Ja. Bayonetta. Habe ich auch schon mal in einem Clan-Chat mal so im Voice-Chat gesagt, so, oh, seid ihr ready für Smash 4 Bio für Smash Ultimate? Also letzte DLC, ne? Alles ganz, ganz gefährlich. Nur ein Patch seitdem. Ja, und das war auch der letzte Patch. Ja, yeah. Krass. Und da war der Down-Smash Attempt. Der Jab einfach. Das war so. Das war der schwachste Punish, an dem man denken kann, ne? Ein einziger Jam. Das war bestimmt ein Smash-Input. Ja, auf jeden Fall. Und, das war seine Chance gewesen. Findet er zurück? Aber dafür, dass, da kam wieder die Online-Up-Side-B. Dieser Smash war so schön. Das ist aber noch nicht tot. Das war ein sehr schönes DI auf jeden Fall. Mhm. Und da langsam die Approaches müssen aber sitzen auf jeden Fall. Und da, das war sehr knapp und schön gecatcht da. Einfach F-Tilt der direkt auf einem Wolf Side. Das ist. Das war ballsy. Keine Angst einfach. Man hat einfach die Balls gespürt. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Man musste es einfach tun. Okay. Wo geht's als nächstes hin? Ja, 9 Stages stehen jetzt aus, weil. Übrigens ein sehr schönes Ruleset. Ohne Lilith ist immer sehr toll. Geil, oder? Ja. Was ein schönes Leben, nie wieder Lilith bannen zu müssen. Oh, ich bin immer noch dran, so jedes Mal Yoshis zu bannen. Yoshis? Wir sind fast da, wir haben fast einen perfekten. Ich habe einen Komfortband tatsächlich verloren, tatsächlich. Also, ich meine jetzt nicht damit Lilith, sondern tatsächlich, ich habe herausgefunden, wie ich ordentlich recovern kann auf PS2, ohne dass ich beim Konter oder bei Instant sterbe. Oh, krass. Rolljump ist die Lösung. Okay.
Weil diese Säule hat mich immer gestört. Das ist Battlefield. Also bisher hat Moodle Sor- Oh, okay. Noch kein Follow-up da nach dem ersten zwei Nair-Loops. Oh ja, der Freistoß. Noch ein Freistoß. Aber der Sora hat, von Moodle hat sich gut geschlagen hier. Definitiv. Weißt du eigentlich, dass man das manchmal... Ich habe das manchmal gehört, dass man die Dash-Deck tatsächlich Freistoß nennt, weil das sieht so aus halt wie beim Fußball. Ja, ist geil, oder? Ne? Ja. Aber macht man das echt? Also ja, nach einem Kick, ne? So ja, genau. Fuß weg. Ja, genau. Stimmt. Das ist diese Pose von der Bundesliga zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Freistoß, denke ich mal. Moodle hat diesmal mehr Prozente, also scheint Battlefield ja eine bessere Wahl geworden zu sein. Mhm. Oh, der Stall und offstage. Ah, two frames. Oh, der hat auch Staubsauger heute fast getroffen. Aber der andere Staubsauger. Aber das war ein cooler Empty Hop. Das haben wir noch nicht von denen gesehen. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. So nachher ein Grab oder irgendwas machen. Er hat versucht hier einen Jab, aber es hat nicht funktioniert. Aber er zeigt, dass er neues Mix-Ups ausprobiert. Das ist ganz gut. Definitiv ein. Wow, Mix-Ups sind halt im Endeffekt auch manchmal der entscheidende Vorteil. Auf jeden Fall. Oh, wow, das war schön. Schöne Reaction hier. Und jetzt führt der netten Gamtree hier. Er freut sich bestimmt. Und jetzt kann er mit... Oh. Man darf da nicht überheblich werden. Überheblichkeit ist ein großer Killer an Turnieren. Das war aber eine von den schlechtesten Donners, was ich jemals gesehen habe. Also direkt da. Es war bestimmt nicht gewollt. Vielleicht hat er erwartet, dass... Freeze rauskommt. Vielleicht war es auch eine Nair, die er erfasst war. Ja, ja, das kann sein. Moodle versucht auf jeden Fall reinzukommen. Und Stordy sind beide noch nebenbei etwas aus. Und da, der Catch. Das war krasse Catch gerade. So ein knappes Prozent auch zum Killen. Ja. Nicht schlecht. Also, Becker muss man auf jeden Fall respekten da. Mhm. Und in der Dash Attack. Oh, der Edge Guard war versucht. So low Recovery covern, aber. Und da kam. Diese blöde. Ich hätte gedacht, Mixer. Er geht zur Seite. Also zur anderen Seite. Aber. Er selbst mich outplayed. Ich finde es so lustig, wie Sora so springt und dann Fast Four macht, aber es trotzdem dauert 1000 Jahren, weil ja. so lange in der Luft ist. Das ist eine Feder. Ah, ne? Eine Feder. In dem Fall sogar eine weiße. Boah. Oh. Er verbringt einfach die Ledge Traps. Da. Die funktionieren auf jeden Fall noch nicht so sehr. Ich mag das. Ein Backhand. Moodle. Moodle fängt an zu schwitzen bestimmt hier. Guck mal, er ist letzter Stock schon. Man müsste mal gucken, wie die beiden aussehen beim Spielen. Dann könnte man es vielleicht erkennen. Ja. Gameplay erkennt man es ja eigentlich auch schon. Also. Hallo Blue Jay. Okay, jetzt da war eine Dash-Deck versucht, aber nein. Das kann man noch üben hier. Vermutlich. Dash wurde wieder verkackt, aber. Oh nein, SD. Oh, da ist, ärgert sich jemand. Bisschen geärgert da. Mal sehen, ob das sein Mindset. Ach, schon wieder hier. Sein Dash-Tag nicht mehr bekommen. Oh ja. Oh. Das war ein schöner. Ein schöner Counter-Move, auch wenn es kein Counter war, aber... Aber im Effekt war das. Und nachher... Ja, bei Fight Traditional Fighting gibt es ja auch diese Counter-Hits. Das könnte man da in dem Fall sehr schön einblenden. Ja, Moodle... Gamtree hat sich selber gecornert hier und jetzt... Wieder gecornert. Moodle macht das sehr schön safe gerade. Lässt ihn nicht dran. Und... Ja, also... Das ist schon aber knapp Laser. Hier. Oh, aber oh, hier. Nein, ja, Loops. Jetzt ganz gefährlich. Der Ledge Trap F2? Nein, wir get up attack safety. Oh, das war eine risky Backhand. Dafür hat einen fetten Freistoß bekommen. Oh, nein. Okay, Upair wird es machen. Eine Upbeat könnte es tatsächlich auch schon close. Auf jeden Fall. Das stimmt, wir haben kaum Upbeat out of shield gesehen von dem. Entweder das oder Landings Punishen haben wir nie gesehen, tatsächlich. So oh, jetzt aber. Okay. Die Patience waren da. Okay. Oh, Staubsauger! Let's go! Er saugt sich den Sieg heran für dieses Game. Ein das Pop-up war ein bisschen gewalttätig, der Pop-up. Der war ein wenig zu früh noch eigentlich. Natürlich ist dann noch nicht zu früh freuen, oder? Ja, ich sehe es gerade, es ist noch 2-1. Ich habe ein wenig verpeilt. Okay.
Krass, Alter. Kleiner Kommentar gerade, nachdem Gamecube so gepoppt hat, hat der Mutter so... Alter! Game und im Real Life. Oh my God. Oh my God, Gamecube musste rausgeschmissen werden wegen Violence. Ich müsste Dragon spielen, ich bin auch beim Commentary. Du kannst ruhig spielen, alles gut. Okay, gut. Nachdem ich kann nicht so lange setzen. Möchtest du hier sitzen? Ich hab... Möchtest du? Warum nicht, ne? Na, also nach dem Set hole ich deine Kiste in Wilhelm für die nächste Runde. Dann brauche ich nur ein Game. Dann verabschiede ich mich. Hat mich gefreut, der Zimmermann. Bis zum nächsten Mal. Viel Glück in deinem Bracket. Jawohl, danke schön. Ich werde noch einen schönen Losers Run hinlegen. Ja, ne? Okay. Ja, machen. Okay, ich mach doch mit Daniel ein. Sorry, well. Ich hätte gegen Gamtree 1-1. Wer hätte damit gerechnet? Wer hatte damit gerechnet? Gamtree freut sich bestimmt, aber Moodle ist. Ja. Moodle erlaubt das furious, nicht. So. Nee. Er sagt sich Tree Stock, JV 4 Stock, was nicht mehr möglich ist, aber wir tryen. JV 4 Stock. Okay. Und jetzt? Aber ich glaube, Gamtree kennt das Sword-Matchup. Also ich weiß nicht, aber. Kann das sein? Ich glaube nicht. Also er hat die ganze Side-B-Mix-Ups nicht gepunished. Ja, das eigentlich. Aber er sieht confident aus. Also. Er sieht auf jeden Fall confident. Also nach einem Game-Win gegen Moodle ist er bestimmt so, oh, jetzt geht's los, Freistoß, Freistoß. Guck mal, wäre fast ein Kill gewesen. Er will's wissen. Boah, der Backe. Er möchte das. Okay, Punish, aber... Boah, diese Thunder-Move von Sora erinnert mich an Zelda Phantom direkt. So, ich muss aber weggehen, bis das vorbei ist. Ne? Oh mein Gott. Der Lead. Er führt. Der Upset kommt. Heute. Der Sora war doch nicht gut. Und jetzt gibt's keine Zeit mehr, wieder zu Falco zu wechseln. Was wird er machen? Ja, ist ein Best of 3. Wenn er verliert, ist er am Losers. Er muss einfach gewinnen. Das ist Winners Round 2, also. Das ist so Moodles erstes Game heute sogar. Ja, das. Okay, das stimmt, das ist sein allererster Game. Weil jetzt kommen die safen Shield Punishes. Ja. Oh, Abi. Endlich hat Abi Ade Shield. Das haben wir noch nicht so viel gesehen von dem. Oh. Okay. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Sora ist einer der wenigen Charakteren, wo Wolf, Forward Throw und Side-B machen kann. Ja. Weil er so floaty ist. Ja. Ich bin echt darauf gespannt, dass. Oh Gott. Was macht er da? Alles gut, er hat einen Sprung. Er hat einen Sprung. Ich meine, wir gehen davon aus, dass Moodle gewinnt, aber im Herzen gönne ich es Gamtree, wenn er gewinnen würde. Das war voll gefährlich. Und noch ein Punish. Jetzt Down Smash. Ich freue mich, wenn Gamtree gewinnt, weil ich den Gewinne spielen muss. Oh. Hat er einen Jump? Ja, braucht er nicht. Okay. Jetzt aber. Wenn er jetzt im Backer landet. Das war ein Avoid-and-Jump. Aber er hat nichts gebracht. Das ist so ein Preemptive Jump ist voll risky. Man kann da. Oh, wow, endlich eine Blaster können Moodle. Oh mein Gott, Moodle ist panicking. Moodle ist having a little sweating moment. Oh mein Gott. Er muss approachen und mit seinen Anzeichen muss jetzt reingehen. Also, Gamtree sagen, ich spiele jetzt ruhig, ich bin im Schild, mach meinen Laser. Ja. Und Punish einfach das wie Moodle approach. Der Konter. Ey, Gamtree Wolf, Alter. Okay, es ist noch nicht vorbei, letzter Stock, Alter. Kommt das heute ein Upset? Finden wir gleich heraus. Ich glaube, jetzt kommen einfach die Erfahrung so von den erfahrenen Spielern. Moodle weiß, aber er kann erst Smash machen, das trifft, das ist ein Kill. Ja. Ich glaube, dass Moodle sich gut auskennt im Turnier und kann so einen guten Mindset dafür bekommen, diesen letzten Stock-Situation zu gewinnen. Oh, nice Juggling. Oh, das Warten da dieses Mal, richtig nice. Gamtree wird greedy, also geht für unsafes Nerv beim Landing. Oh, jetzt, okay, noch ein Grab, okay, jetzt der Momentum ist völlig auf Moodle Seite. Jetzt kommt Ledge Trap, F2? Nee, okay. Abdi, das macht es, oder? Noch nicht vorbei. Oh, Freistoß. Okay, ist das Ende? Abdi? Oh, okay.
Oh oh, ein Backhand ist tot, ne? Oh man. Und Zauber ist relativ leicht, also er kann auch ganz schnell sterben. Oh Gott! Den Grab. Was war? Der Tuck Chase, oh, er wollte Tuck Chase, hat er noch nicht geschafft. Alter, das ist sehr, sehr knapp. Er ist aber durchgerannt! Okay. Er hat eine Ledge, er kann ihn killen. Alles gut. Warm F-Smash, Alter. Okay, jetzt. Oh mein Gott, einer mit diesem Backhand! Okay, jetzt war es Hover Squad. Oh, was macht er hier? Okay, alles gut. Okay, das war kein Grab, kein Grab. Oh mein Gott, ist er fast gestorben. Er hat immer noch seinen Kill nicht. F-Tit killt ihn. Ich glaube, Gentry weiß, er muss kein Smash stecken machen. Einfach F-Tit. Was macht er da unten? Er hat das Regrab. Was? Das. Oh mein Gott, Gentry hat gewonnen! Der Upset auf Moodle! Moodle ist im Losers Game 1! Das Game ist ein mit einem krassen Pop-Off. Yeah, Glückwunsch an Gentry, Herr. Der Wurf hat sich gezeigt. Gentry freut sich so sehr ein. Oh Mann, der freut sich mega, ne? Das ist sein Breakthrough bestimmt, ne? Das war ein echtes Ding. Ich glaube, es ist auch ein allererster Tournament. Es ist ein Zeitsing-Turnier.